Omaha ist super schnell, da muss man ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht zu weit hinten treffen, das Ding. Oh, und weg. So, einer weniger. Ja, jetzt haben wir ein 6er und ein 4er Match. Das ist deutlich angenehmer für uns und hier können wir auch aggressiver fahren. Gerade eben war halt das Problem, wir waren einer der wenigen 6er. Und ein 6er Battleship ist so schnell tot, wenn das irgendwo reinpusht in einem 8er Match. Bin stolz auf dich, kennst deine Schäfchen. Naja, ich wusste ja nicht, wer du bist. Also, ist nicht immer so. Ich versuche die Namen mir natürlich zu merken. So ein Stück weit. Aber bei so vielen Leuten, die mittlerweile zuschauen, was überkrass ist, wo ich super dankbar für bin. Ja, nicht falsch verstehen. Da wird das dann aber ein bisschen schwierig. Also ich kann mir tatsächlich nicht jeden Namen merken. Leider. Ich bin ganz froh drum, dass Twitch vor Jahren ist das mittlerweile schon her, ne? Das mit den fortlaufenden Subs und so geändert hat, dass man auch eine Pause machen kann und dann wieder neu dazukommen kann. Und das dann trotzdem weitergeführt wird, das Substreak. Das war so dumm, wenn man die Leute nicht gekannt hat einfach. Und die dann wieder zurückkommen und dann steht dran, erster Sub. Und dann sagst du, ja, geil, Dankeschön für deinen ersten Sub. Und ja, aber ich habe eigentlich schon mal gesubbt. So, ach so, unangenehm. Unangenehm. Habe ich natürlich gegessen, Noko, klar. Ich bestelle doch keinen Schnitzel und lass das liegen. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Wir haben auch eine Ise dort hinten. Erde, sei bloß vorsichtig. Ein Penhit. Die Omaha. Schön. Fliege abgeschossen. Ise schießt auf uns. Obacht. Nee, Battleship. Ise ist als Battleship da. Ise ist ja kein krasser CV so. Oh, er fährt vorwärts. Hat seine Flieger draußen. Es gibt nicht zufällig eine Möglichkeit, seinem Schiff anzuweisen, dass man kämpft, oder? Während man mit dem Flug Zeugen draußen ist, dass es schießen soll? Oder doch? Doch, es schießt. Kann natürlich auch sein, dass er sich gerade zurückgeschickt hat. Das wäre natürlich praktisch. So, wir schießen noch einmal auf die Ise und dann starten wir unsere Torpedobomber und greifen sie mal an. Müsste eigentlich auch nicht zu nah hier ranfahren. Weil da doch nicht wenig Schiffe sind. Einmal HE für dich, mein Freund. Ein Torpedobomber, let's go. Halten wir mal schnell an. Kein Brand leider, schade. Okay, wir greifen die von der Seite aus an, die Ise. Ich glaube aber, die Ise hat auch gar nicht so schlechte Verteidigung, ne? Luftabwehr. Gar keine so schlechte Flak. Oh nein. Wer droppt hier denn Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Haben die mich? Ne, die haben mich nicht. Sehr gut. Der CV sieht das natürlich perfekt. Okay, neuer Angriff. Nein, 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 die Flakwand. Lass das. So. Mein CV. CV sage ich schon. Mein. Oh. Schön, er ist raus. Hey, 5 Torpedotreffer. Nicht schlecht. Ein Battleship erstmal rückwärts fahren und Breitseite zeigen. So wie es sein soll. Das stimmt, Kaiguna. Einfach dicht genug ranfahren, ne? Dass ich Secondary arbeiten kann.
Problem gelöst. Problem solved. Wir hätten unsere Salve drin lassen können und die König versuchen rauszuschießen. Bayern, Omaha und Queen Elizabeth. Sollen wir mal ein bisschen mehr Gas geben hier vorne? Queen Elizabeth zeigt schön breit. Aber langsam, die Bayern steht auch einigermaßen breit dort vorne. Oh, schöne Treffer. Einfach so mal direkt nochmal ein paar Torpedos zu schmeißen. Mhm, näher ran. Erntet eure Saat, Hallöchen. Guck mal, ja, das Krasse ist, die sind so langsam. Du bist immer so lange in dieser Flak drin. So, Bayern steht breit. Drei Treffer. Schade. Keine Zitadelle da. Die Omaha würde ich gerne zittern. König, Bayern hinter mir. Euch geht's noch gut, genau. Oh, Queen Elizabeth. Wenn er jetzt zu weit abdreht, dann... Nee, dann lasst uns mal die Omaha machen. Omaha ist super schnell, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht zu weit hinten treffen, das Ding. Oh, und weg. So, einer weniger. Jetzt fahren wir den hinterher, schießen nochmal auf die Bayern, dann können wir auch direkt schon wieder unsere Torpedobomber nutzen. Hier im Sechser-Match fühlt es sich viel, viel angenehmer an mit dem Schiff. Hier kannst du auch aggressiver reinfahren. Zweimal Ise und ein CV in der Division. Oh, da könntest du einen krassen Cross-Torp-Angriff machen. Hallo. Leben kann auf die Bayern. So, wir müssen jetzt unseren Boost erstmal behalten. Dass wir hier durch die Flak durchboosten können. Sehr schön, aber er ist gleich raus. Die Queen Elizabeth, die ist da gebeached. In der nächsten Salve kriegen wir ihn. Können wir eigentlich unsere Geschütze auf die andere Seite drehen? Wir müssen nämlich sowieso... Oh, die sind da in der Mitte, gell? Die Idees. Dann schauen wir mal schnell. Gäde. Auch gebeached. Müssen wir da näher rankommen. Machen wir mal halbe Kraft. Ein Treffer. Machen wir erst die... Ach, das ist das Problem. Die gehen halt nicht mehr auf. Eigentlich sollten wir jetzt HE laden, dass wir Brände legen können. Direkt, falls er ein Flooding bekommen sollte. Icarus links. Uncool. Folgt unserer Bayern. Wieso Caterpillar? Was ist los?
Ach so, ich habe die Cam heute aus einfach. Weil ich keine Lust auf Cam hatte. Blöd, dass ich jetzt HE drin habe, gar. Kein AP. Ist echt schade. So wie er gerade steht. Oh, wir haben seinen Motor zerstört mit HE. Seht ihr? Er brennt. Oder. Naja, nee, sorry. Ich dachte gerade, das wäre der Schornstein. Mein Fehler. Sein Motor ist nicht kaputt. Seine Zieht-Dame nicht erwischt. Ich habe links DDs, Leute. Das ist ungeil. Das ist richtig ungeil. Kriegen wir das irgendwie auf die Kette, dass wir das überleben hier? Auch gegen die Gäde. Und gegen die Bayern. Abpraller, en masse. Leute, wir müssen abdrehen und breit zeigen wegen den Torps von der Gäde, Mann. Wir sind tot. Komm. Da sind sie auch schon, die ganzen Torps. Viel Spaß mit dem Teamkill. Lass uns die Bayern noch angreifen. So, das war's. Easy Runde, 140.000 Damage, wird noch ein bisschen mehr, wegen der Bayern. Vier Torpedotreffer noch. So, 148.000, kein Flooding leider. Unser Team kann möglicherweise den C-Cap noch einnehmen, den D-Cap noch blockieren. Also irgendwas müsst ihr jetzt schon mal machen, gell? Oh nein, unsere Emerald stoppt raus. Ja gut, das Spiel ist verloren. Oh, jetzt hatte ich echt gehofft, dass ihr das irgendwie noch hinbekommt, da gemeinsam, aber... Leider nicht, wie es aussieht. Leider nicht. Aber ist echt schade. Knappes Match. Knappes Match. Und Enterprise. Und Kuddel. Gnade. Danke euch für eure Follows. Herzlich willkommen. So, guck mal hier. Ei, die andere Easy hat einfach noch mehr EP gesammelt. Ich meine, wir haben ja schon 150.000 Damage gemacht. 19 Torpedotreffer. 19 Torpedotreffer? ...40.000 Schaden. 19, krass. Naja.